So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Wir wollen mal wieder Eier brüten. Ich bin jetzt auch mit dem Abenteuerrauch gelaufen. Hier seht ihr den Marktbrunnen. Könnt ihr euch noch erinnern, als der Isbo und der Hannes da drin gelegen haben. Letztens der Isbo nicht da, der Hannes da. Da liegt schon wieder so viel Geld drin. Wir waren ja eigentlich beim Farbenbauerbrunnen. Sind dann aber nochmal auf dem Abstecher hier rein und ich setze mich jetzt hier hin. Ich habe nämlich extra meine Übersichtsseite vom Abenteuerrauch draufgelassen. Und es müsste so perfekt getimed sein, wenn ich das wegdrücke, dass direkt die Eier aufgehen und ihr das seht, weil das im Hintergrund man weitergelaufen ist, die dann fertig waren, gleichzeitig das fertig war, sodass ich euch beides zeigen kann. Ihr seht auch, das Video ist vom Montag, 8. August, 28 Pokémon wieder gefangen. Hier ist Kaumala dabei gewesen, finde ich eigentlich ganz cool. Kaumala, Tangela, so Robball hier, die Weiterentwicklung ist am Start. Was haben wir noch? Staralili. Weiterentwicklung ist am Start. Ein Tarnel war dabei. Tarnel ist eigentlich ganz cool. Bei den meisten anderen weiß ich die Namen gar nicht mehr, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Wir teilen das nicht. Wir drücken das hier weg und haben jetzt die 12 Kilometer Eier. Das sind jetzt noch alte Eier, die die ganze Zeit auf dem Account drauf waren. Die müssten jetzt also alle noch aus Budapest sein. Aber wer Bescheid weiß, wer aufmerksam war, weiß ja, es gibt keine Eier aus Budapest mehr. Schaffi, Alter, keine Eier aus Budapest mehr, musst du so machen. Das sind also die letzten Budapester Eier, die aufgenommen wurden. Danach müsste eigentlich Hildburghausen immer dran stehen. Das Problem ist, wenn du hier irgendwo stehst, steht plötzlich Römhild dort oder Straufhain, obwohl du an derselben Stelle stehst. Das ist hier, Hildburghausen gibt es gar nicht. Wir drücken jetzt mal drauf, wir hoffen auf was hofft man denn? Ich weiß es gar nicht. Weibliche Molung, einfach zum Tauschen, das ist Gladiantri, das erste. Brauchen wir eigentlich nicht. 5137 Staub haben wir mitgenommen. Klar, die andere habe ich aber auch noch keinen 100er, also das ist gut. Zurukex fehlt mir ein zweites 100er. 9600 Staub. Letztens beim Spüle drin, da habe ich das Sternstück ja vergessen, beziehungsweise hat nicht gezählt, weil ich es zu spät angemacht habe. Lavita 5600, nehmen wir auch mal mit. Also wir lesen immer nur den Staub vor. Wird da noch alles bewertet. Skalyk habe ich auch kein 100%iges. Ich glaube, ich habe fast nichts als 100er, was exklusiv nur aus den 12ern kommt. Nochmal ein Lavitar. Warum nicht? Ne? 6285 auf 5 XL Bonbons. Ein Pionskora. Ich glaube, das ist das Pokémon, was ich am wenigsten brauche aus dem 12-Kilometer-Ei. 6900 Staub dazu. Noch ein Skalyk mit 6195. Skalyk ist halt cool, wenn das als Shiny rauskommt. Das Shiny ist eigentlich auch noch was wert, weil das ja eigentlich nur aus den Eiern kommt. Pionskora kannst du auch in der Wildnis finden, ist jetzt nicht so brutal. Noch ein Lavitar mit 7800. Ein Molung. 100er Molung wäre der Jackpot. 100er weibliches Molung. Das wäre das Heftigste. Ich glaube, das muss das Ziel sein. Ich habe gar nicht auf den Staub geachtet, wie viel da jetzt drin war. Hier noch ein Gladiantri mit 9279. Das sieht auch gut aus. Skalyk. Ja, mei, Skalyk. Nehmen wir mit. 6, 9, 23 und 5. Das sind alle Daten, die am Rand standen. Und noch ein Skalyk. Skalyk und Lavitar gefühlt jetzt die häufigsten mit 6045. Wir müssen mal gucken. Dann machen wir mal kurz die drei letzten. Dieses Gladiantri. Schlecht, schlecht, schlecht. Dann lassen wir das aus, das Molung. Molung musst du immer als allerletztes bewerten, weil du dann erst siehst, ob es männlich oder weiblich ist. Schlecht, schlecht, fast gut. 98% Pionskora. Lavitar noch hier dabei. Hier auch Skalyk. Hier nochmal Lavitar. Zurukex, Gladiantri. Ja. Und dann sind wir jetzt hier schon bei Potrot angelangt. Und ich würde sagen, wir gehen mal aufs Molung. Und es ist ein Weibchen. Das ist auf jeden Fall schon mal brutal. Das ist das zweite weibliche Molung, was ich habe. Das ist cool. Das ist gutes Tauschmaterial, wenn da jemand mal eins braucht. Wir haben schon eins entwickelt. Und es ist 14, 13, 11. Eigentlich relativ gut. Heben wir mal auf. Also nächster Glückstausch. Ich kann fordern, was ich will. Und jemand möchte bitte ein weibliches Molung haben als Lucky. Nee, ich hasse Lucky Pokémon. Ich habe damals Zwirrotrade gemacht. Ich glaube, das muss ich mir aufheben. Wir laufen jetzt auf jeden Fall weiter. Ich muss nämlich wieder 12 Kilometer Eier aufsammeln. Eigentlich möchte ich noch Mega Rexblizzard Solo Raid probieren, aber Raid Boss Wechsel ist auch bald. Also es gibt einiges zu tun. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus.
Nee, war es nicht. Wir sehen uns im Teil 2 wieder. Ich muss ja 3 Fuhren brüten. Das habe ich schon wieder vergessen. Schon so lange nicht gemacht. Ich sammle wieder 12 Kilometer Eier. Diesmal nicht aus Budapest. Und melde mich zurück in Teil 2. So, wir sind zurück mit der zweiten Fuhre Eier. Diesmal alles von Budapest gelöscht. Kein Budapest mehr. Rest in Peace Budapest. Wir befinden uns gerade im Urlaub. Ne? Hier kann ich noch was zeigen. Das ist hier so ein See, das ist ein Marie, das ist hier so, da scheint die Sonne drauf, da könnt ihr dann mal auch ins Wasser, da drüben sind noch Boote. Vielleicht können wir die dritte Fuhre von da drüben brüten, wenn ich es schaffe, im Urlaub nochmal 12 Kilometer Eier zu finden. Hier liegt jetzt sogar ein Krabbi, guckt euch das mal an. Hier habe ich einen super genialen Stein gefunden, schmierig, rotzig und auf der anderen Seite sieht es aus wie durchgebratenes Steak, was nicht durchgebraten ist. Und hier ein Krabbi, guckt euch dieses Krabbi an. Richtig genial, mit Klauen dran und richtig brutal. Ja, haben wir schon gesagt, dass es brutal ist. Und jetzt machen wir mal die Eier auf. Dafür stellen wir euch mal kurz hier hin. Sieht halt voll komisch aus, ist einfach alles schwarz. Es ist auch alles schwarz. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich hinstelle. Ich hänge mich einfach so. Hauptsache, ihr seht den Bildschirm. Wir drücken also mal drauf, gucken uns mal an, was dabei ist, was drin ist. Wir haben zuerst ein Algit mit 9600 Staub, 32 Bonbons. Dann ein Lavita, okay, Sternstück ist natürlich an, 4800 Staub, 16 Bonbons. Noch ein Lavita, ich bin immer noch auf der Suche nach einem zweiten weiblichen Molung, ist ja gutes Tauschmaterial. Jetzt gab es 8200 Staub. Die Bonbons habe ich nicht geachtet. Noch ein Lavita, also das sind die Lavita-Eier wahrscheinlich. 9600 Staub. Der Staub ist auf jeden Fall gut. Der ist frisch, der ist saftig. Ich finde, es lohnt sich sowieso nur bei den 12 Kilometer Eiern Sternstücke anzumachen. Capuno mit 5900 Staub. Ein Zuro-Keks, fehlt mir immer noch ein zweites 100%iges für die Familie. 6430 Staub, nochmal mitgenommen. Hier nochmal ein Algit mit 4800, 16 Bonbons, 4XL. Nochmal ein Zuro-Keks, müssen wir auch gleich alles bewerten. Da seht ihr auch gleich, wo die Eier herkommen. 7300, die sind natürlich nicht im Urlaub gesammelt. Die werden im Urlaub ausgebrütet, sodass man dann im Urlaub sammelt und wahrscheinlich dann zu Hause ausbrütet oder nochmal hier, je nachdem, wie es passt. 4800 jetzt hier noch. Ich weiß gar nicht, was es war. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Nochmal ein Algit. Auch mit 4800. Sag mal einfach davor, dass man auch Algit, wenn überall 4000 steht. Gladiandri 6796, 22 und auch, glaube ich, 4 irgendwas mit XL hin und her. Noch ein Capuno dabei. 9600. Theoretisch relativ schwach, weil da ist kein Pampam dabei, kein Garnovil dabei, kein. Weiß ich nicht, hat mich alles nicht vom Sockel gehauen. Wir gehen jetzt mal hier drauf und bewerten mal kurz durch, was wir da haben. Solange stelle ich mich aber wieder andersrum, dass man mich überhaupt sieht. Ah, ich muss da aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle, weil das ist alles so steinig und brutal. Algit, da können wir sogar bald eins maxen. Das ist schlecht, ne? Gehen wir mal weiter, gehen wir mal hier hin. Mütze fehlt. Hier ein 98er Lavita aus Meining. Okay, da können wir mal ein Sternchen dran machen. Dann schlecht. 15 Angriff. Schlecht, schlecht, schlecht. Noch mehr schlecht, schon wieder schlecht. 15, 15, 11. Ja, schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Ein 98er Lavita, das ist eigentlich cool. Obwohl ich einen 100er habe. Das kann man trotzdem mal aufheben. Mal gucken, was in Zukunft noch so abgeht. Wir versuchen jetzt wieder 12 Kilometer Eier zu sammeln. Im Urlaub. Wahrscheinlich dann aus Schleiz. Das ist nämlich die nächstgrößere Stadt. Würde sagen, wenn es hier ein bisschen wärmer wird, gehen wir heute auch nochmal ins Wasser. Jetzt ist noch sehr früh am Morgen. Es ist noch überall hier Schatten am Start, da vorne beginnt schon die Sonne und vielleicht können wir die nächsten Eier auf dem Bootssteg da drüben brüten. So, wir sind zurück mit Fuhre Nummer 3. Normalerweise hätte ich 12 Kilometer Eier
Ich habe aber das Problem, ich habe beim Setzen in die Brutmaschinen einmal aus Versehen die blaue Brutmaschine ausgewählt. Das eine braucht also wirklich 12 Kilometer, während die anderen bei 8 Kilometer dann aufgehen würden, dadurch, dass ich super Brüter verwende. Ich muss mich jetzt auch beeilen. Ich will nämlich gleich noch einen Community Raid mit Samazenta machen. Der ist für 18 Uhr angesetzt. Ich muss die Leute noch adden. Alles andere, wie ihr seht, ich bin zurück aus dem Urlaub. Das brauche ich aber noch, um das Eiervideo fertig zu machen. Da haben wir nämlich 3 Fuhren wieder gehabt. Die mittlere war aus dem Urlaub. Das müssten jetzt zum Teil auch noch Eier aus Schleiz sein vom Urlaub. Und wir brüten direkt ein Shiny Skalück mit 8134 Staub. Wenn das aus Schleiz ist, aus dem Urlaub, dann ist es auf jeden Fall ein richtig geniales Andenken. Gladiantri mit 4800 Staub, auch noch mitgenommen, noch ein Garnovil. Da möchte ich auf jeden Fall ein 100%iges haben irgendwann. 8005 Staub, Sternstück ist auf jeden Fall an. Stimme ist kaputt, Stimme ist weg. Jetzt haben wir hier Algit mit den roten Augen, 4800 Staub. Aber das Shiny Skalück ist auf jeden Fall schon mal ein Highlight für euch, dass ihr live dabei wart und das gesehen habt, wie das gebrütet ist. Pampa mit 5600, da habe ich ja letztens auch erst ein 100%iges auf Level 50 gezogen, habe ein 100er gebrütet und das komplett hochgezogen. 9400 für dieses Pionscora, das sieht auch stark aus. Lavita nochmal dabei. Lavita richtig häufig vertreten. Lavita Bonbons kannst du nie genug haben. Das ist auch, glaube ich, 5000 Staub, der hier rauskam. Zurokex habe ich jetzt während der Weltmeisterschaftswoche ein zweites 100%iges bekommen. Das heißt, da könnte man auch mal irgendeins auf Level 50 ziehen. Ich habe die Familie jetzt auch voll. Hier nochmal ein. Ich habe gar nicht gesehen, was es ist. Es gab auf jeden Fall 9600 Staub. Noch ein Zurokex. 4800 Staub. Ich glaube, das davor war auch ein Skalück oder so. Aber halt nicht so extrem Staub. Noch ein Algit mit 7900. Wir müssen das Shiny Skalück als letztes bewerten. Wir gehen also mal hier hin, fangen mit dem Garnovil an. Aus Meiningen, Thüringen. Ist jetzt aber nicht so krass. Hier haben wir auch. Geht so. Nochmal Meiningen hier. Schleiz, Thüringen. Das ist also ein Ei aus dem Urlaub. Ich hoffe, das Shiny ist auch aus dem Urlaub. Wir gehen also auf dieses Skalück, denn das war das erste, und arbeiten uns zum letzten Skalück vor. Das ist auch Schleiz gewesen. Hier nochmal Schleiz, hier nochmal Meiningen, hier nochmal Schleiz, hier auch Meiningen, hier nochmal Schleiz. Und bitte, bitte lasst das Shiny aus Schleiz sein. Nein! Es ist aus Meiningen. Wir sind am Donnerstag von Saarburg und Schleiz. Das ist ja alles da aufeinander zurückgefahren. Ich habe die restlichen Eier dann noch aufgesammelt. Jetzt am Wochenende brüte ich die und es ist aus Meiningen. Trotzdem richtig cool für diese Folge als Abschluss, das noch mitzunehmen. Jetzt habe ich noch 5 Minuten, die Leute zu adden, diesen Raid zu machen. Und ich muss mir noch einen Platz suchen, denn da vorne sitzen alle Leute vor, auf der einen Seite der Brücke, auf der anderen Seite der Brücke, überall Leute, die alle nichts mit Pokémon zu tun haben. Muss ich mal gucken, ob sich das noch ausgeht. Ansonsten, was waren die letzten Eier, die ihr gebrütet habt? Was war das letzte Highlight, was ihr aus einem Ei hattet? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten bis dahin, peace out, bis zum nächsten Mal, meine ich. Bis zum nächsten Mal, peace out, Vorhaut, euer Ramses.